Willkommen bei Stardew Valley. Wir haben. Eigentlich wollte ich das vorher ausmachen. Tag 7 im Herbst. Es wird wolkig mit Windböen. Oh, die Geister sind heute höchst unzufrieden. Tortillas! Wie viele von euch. Ah. Ich hatte gerade Probleme mit dem Satz, aber es ist eine Frage. Das erklärt einiges. Wie viele von euch verdrücken gerade einen Fertig-Burrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sensor. Also, ich nicht. Ihr? Eigentlich esse ich nie Fertig-Burritos aus der Mikrowelle. Eigentlich esse ich gar keine Burritos. Sollte man vielleicht mal machen. Schämt euch, ihr könntet genauso gut eure Bohnen in einen alten Putzlappen wickeln. Ugh. Hört mir gut zu. Wenn ihr einmal meine frischen, rustikalen Mais-Tortillas ausprobiert habt, könnt ihr nie wieder zurück. Ich bin begeistert. Nicht drüber nachdenken. Gießen, 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 gießen. Oh, Mais, 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 Mais. Es ist so schön entspannt mit dieser Musik. Oh, Raphael. Irgendwie ist die Maus. Die schummelt sich immer wieder ins Bild, das kleine Ding. Also, wo ich ernten muss, ich habe mich gerade gewundert, warum kann ich hier nicht gießen? Eigentlich hätte ich wirklich am liebsten eine ganz, ganz große Pflanzenfarm. Also relativ, also was heißt wenig, aber halt nicht so viel Stelle. Naja, hatte eigentlich auch in meinem anderen Spielstand nur einen. Ich will halt ganz viele Felder. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. War das erste Mal doppelt gegossen, oder? Ich wäre fast über das ganze erste Feld gekommen, ohne doppelt zu gießen. Und hätte ich nicht doppelt gegossen, hätte ich nicht mal Wasser holen müssen. So. Aber hier hätte ich eh Wasser holen müssen. Was ist das eigentlich, was wir hier unten angepflanzt haben? Kiefer? Nee, Kiefer ist es nicht. Wieso zeigt der das da an? Ich will doch andere Dinge wissen, spannende Dinge wissen. Nö. Funktioniert nicht. Wie ich schon mal festgestellt habe, sollte ich eventuell das Ding neu installieren. Egal, ist ja auch nicht so wichtig, was es ist, was da unten wächst. Spätestens wenn es fertig ist, werden wir es ja sehen. Diese Pflanze, Pflasse, genau. Diese Pflasse wird eingehen, weil ich sie zu oft gegossen habe. Und die auch. Ist es nicht dieselbe? Ein Gedächtnis von 5 Sekunden ist das jedes Mal wieder beeindruckend. Ja, Raphael. Ich glaube, der wartet auch auf Musik. So. Durch. Oh, da oben ist auch schon was fertig. Sekunde, ich komme. Bin da. So. Gleich nachgefüllt. Ha, diesmal hat es mit sofort wegschmeißen funktioniert. Gut, es ist 11. Warum auch immer es 11 geworden ist inzwischen schon. Ja, Raphael.
Was machen wir denn? Ah, Hühner rauslassen. Hühner rauslassen ist eine gute Idee. Da. Mädels? Geht's euch gut? Hm. Wenn sie raus wollen, können sie rausgehen. Ah, da kommen. Eine. Da kommen die anderen. Gut. Wunderbar. Halt. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Das und das. So, was machen wir denn heute, wenn wir schon wieder überhaupt gar kein Glück haben? Mit den Geonen zu Günther macht dann auch wenig Sinn. Wir könnten rauskriegen, wie viel wir für die Axtverbesserung brauchen. Wir könnten auf jeden Fall auch mal in die Stadt gehen. Bestimmt habe ich irgendeinen Geburtstag schon vergessen. Dann könnten wir angeln und halt damit leben, dass wir nicht so furchtbar viel Glück haben. Aber das könnten wir eigentlich auch in der Mine. Wobei wir in der Mine 5 Level schaffen müssen, damit es nicht umsonst war. Ich habe keinen Geburtstag verpasst, das ist gut. Der nächste ist erst am 11. Mein Gott. Ich brauche Forellenbarsch, falls es nicht zu viel Arbeit ist. Evelyn. Forellenbarsch. Haben wir einen Forellenbarsch? Kann man die gerade fangen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich das nachschlagen? Warte, wo? Irgendwo ging das doch. Da nicht, da nicht, da, da. Fisch. Sardelle, Sardine, Brass, Forellenbarsch. Also wir haben schon mal einen gefangen. Dann wird relativ wahrscheinlich auch einer davon bei uns in der Kiste liegen. Das wird sofort nachgeprüft. Oh, viele haben wir davon aber nicht. Naja, einer ist besser als keiner. Ich glaube, wir sollten wirklich angeln und gar nicht mal unbedingt alle verkaufen. Denn man kann mit Fisch ja auch kochen, wenn wir denn irgendwann mal das Haus ausgebaut haben. Wie viel kostet das eigentlich? Ich glaube, wir müssen mal bei Robin gucken. Ich habe so gar nicht auf dem Plan, wie die Kosten waren. Evelyn! Evelyn! Jemand zu Hause? Ja. Warum läuft der Fernseher, wenn da keiner dran ist? Kann ich ihn ausschalten? Ich möchte ihn ausschalten. Strom sparen. Darf ich nicht. Menno. Aber das heißt ja, George ist auch draußen. Ist ja selten. Ach, da kommt er. Hi, George. Na? Ist dir nicht kalt? Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Ja, damals war das Leben besser, das Gras grüner. Hey, auf eine weitere Woche. Prost! Meinst du mit Bier durch die Gegend machen? Das ist seltsam. Hi, Evelyn, 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 Evelyn. Fisch. Oh, du hast... Also hast du meinen Gesuch gesehen? Den Aushang? Vielen, vielen Dank. Hier ist etwas für deine Mühen. Meine Sicht... Ihr habt wahrscheinlich gerade den Kater gehört. Was hat der jetzt schon wieder? Ach ja, keine Aufnahme in aller Ruhe. Meine Sicht mag schwach sein, aber meine Nase hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hab wen im Fisch? Meine Güte, hört ihr den? Der trifft heute wieder Tonlagen, es ist begeisternd. Ja, was denn? Die schlafen den ganzen Tag, aber immer wenn ich aufnehmen möchte, sind sie wach, die zwei Katzis. Ich kann dir Herbstblätter und Pilze riechen.
Es erinnert mich an den Wald, in dem ich als Kind immer gespielt habe. Ich rieche auch Pilze, wenn ich im Wald fahre. Achso, ich wollte nach oben. Wenn man jetzt im Herbst irgendwo durch ein Waldgebiet fährt oder halt direkt in den Wald zum Pilze sammeln, Kater, dann riecht es nach Pilzen. Mag ich. Ich war noch nie im Wald. Es ist matschig und ich könnte Blasen an den Füßen bekommen. Du könntest, aber du musst ja nicht. Vielleicht solltest du es einfach ausprobieren. Und in der Regel hat Matsch was mit Wasser zu tun. Es hat nicht geregnet in letzter Zeit. Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Sehr gute Idee. Oh, Kater, was denn los? Nimmst du dir je einen Tag frei? Naja, als Bauer ist schwierig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, wir wollten zu Robin. Hoffentlich hat die noch offen. Hoffentlich hast du noch offen. Könnt jetzt auf die Karte gucken. Die würde mir das sagen. Hey, hey. Was kostet denn das Haus? 10.450 Stück Holz. Da sind wir auch relativ dicht dran. Hühnchen haben wir. Stall wäre 6.000. Da sind wir sogar noch dichter dran. Brunnen brauchen wir nicht. Noch ein Silo für mehr Futter. Aber solange wie wir nicht mehr Tiere haben. Eine Mühle. Aus Mehl aus Weizen, Zucker aus Rüben. Ein Schuppen. Schuppen kann auch praktisch sein. Aber ich habe ja gesagt, ich will gar nicht so viele. Achso, es ist für den Multiplayer. Ist auch für den Multiplayer. Ist auch für den Multiplayer. Das ist fürs Pferd. Aber wir haben kein Pferd. Wir können, glaube ich, noch nicht mal ein Pferd kaufen. Steinstall. Ja, nee. Also das Ding werden wir wahrscheinlich nie kaufen. Und Hütten werden wir auch nicht brauchen. Einen größeren Hühnerstall vielleicht irgendwann. Drängt aber auch nicht. Also eigentlich außer der Hausverbesserung brauchen wir hier nicht wirklich irgendwas. Ich versuche mal zu angeln. Und by the way, so. Oh, Sebastian. Hey, 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 hey. Die Sonne kommt die Tage immer seltener heraus. Wunderbar. Naja, ich weiß ja nicht. Das fehlt dem Sch Specht. Ne, dem Specht fehlt nichts. Es fehlt dem Spiel. Ein bisschen, dass es ja so gegen Winter. Sch Ehrlich jetzt, Gamepad. Aufnahme mit Hindernissen, wie immer. Sekunde. So. An alle, die auch einen Xbox-Controller verwenden, habt ihr auch das Gefühl, dass die Batterie nicht sehr lange hält? Nur mal so als Frage für zwischendrin. Wer es weiß, darf mir gerne schreiben. Auch ob der Xbox One Controller eventuell, sagen wir mal, umweltschonender ist. Ich mag den Controller schon relativ gerne. Nicht so gerne wie den PlayStation Controller, aber ist okay. Ah, ein Forellenbarsch. Sehr gut, haben wir plus minus null gemacht. Gleich gibt es wieder eine Katzenstörung. Ich sehe es aus dem Augenwinkel. Aufnehmen ist schon ein bisschen anstrengend. Wenn man Haustiere hat. Ohne Haustiere wäre das Leben deutlich langweiliger, aber ich könnte in Ruhe aufnehmen. Eine Erfahrung, die ich hoffentlich erst in vielen, vielen Jahren machen werde. Eine Zeitung.
Die Katze macht schon wieder Blödsinn. Sekunde. So. Entschuldigung. Oh, die Zeit lief weiter. Ups. Das fehlt jetzt so Aufnahmezeit. Sagt mir für das nächste Mal, ich muss in den Pausenbildschirm gehen. Fühlt sich schon irgendjemand von dem Specht genervt? Oh, meins, nicht meins. Warte, ich komme gleich wieder. Hab dich, alles gut. Wahrscheinlich eh nur Köder. Trotzdem nehme ich gerne mit. Und ein Karpfen. Und Köder und Holz, okay. Der Fisch ist aber sehr nett. Sehr freundlich, dass er gerade runterkam. Und ein Zwergwärts. Und eine 3 Geonen. Wow. Okay, nehme ich. Danke. Hoch runter. Ein Kaulbarsch. Das hätte perfekt werden können, aber hätte halt auch nicht. Ein sehr ausdauernder Specht, dem wird einfach nicht langweilig. Okay. Der ist wahrscheinlich schon tot gewesen, als ich ihn fing. Ein Karpfen. Perfekt. Wir fangen schon nicht gut. Ich glaube, wir gehen jetzt doch immer angeln, wenn wir kein Glück haben. Das läuft überraschend gut. Huch, kurz nicht aufgepasst. So, das ist der letzte. Energie ist nämlich auch schon langsam im Eimer. Spät ist es auch. Und was ist es? Noch ein Karpfen. Was haben wir denn? 5 Silberkarpfen. Karpfen? Zwergwärse, Entschuldigung. 4 Silberkarpfen. Ja, jetzt stimmt's. Gut, dann werden wir die Silbernen zur Abwechslung dann mal doch nicht verkaufen. Huch, du stehst ja immer noch hier. Auch sehr ausdauernd. Jetzt fühle ich mich nachträglich beobachtet. Geht das überhaupt? Achso, ich kann ja oben lang gehen. Haha, ich muss ja gar nicht durch die Stadt. Dorf, was auch immer.
Danke dafür, danke dafür. Es gibt gleich eine Aufnahmepause. Hinter mir hat es gerade mächtig gekracht, aber ich glaube, das Mikro hat nicht ausgeschlagen. Was machen die denn? Ich möchte doch nur aufnehmen. Ach so, davon habe ich schon zwei. Dann kann ich auch die zwei behalten. Davon habe ich jetzt acht. Das heißt, ich nehme den da mit. Und davon habe ich jetzt sechs. Das können wir aber auch gerne so lassen. Der. Oh, davon habe ich acht. Nein, dann kommst du mit. So, die kommen mit. Dann die Geoden hier rein. Dann du hier rein. Die Grüneien kommen, glaube ich, nicht hier rein. Die prähistorische Handaxt haben wir offensichtlich schon. Okay. Und es ist 0 Uhr. Ich bin ein bisschen im Verzug. Habe ich eigentlich schon mal Mayo zum Kochen? Ja, da zwei. Dann kommen jetzt noch zwei dazu. So. Und dann werde ich gleich mal gucken, was die kleinen süßen Nerpensägen gerade veranstaltet haben. Meine arme Wohnung. Schwupps. So, ganz schnell in die Haie. Hi Raphael. Okay, wir hatten schon. Gut, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Stardew Valley. Bis dahin, bye bye. Level up, Fischen Stufe 6, plus 1 Angeleffektivität, neues Herstellungsrezept, genau, so heißt das, Rezept, Dreher, neues Herstellungsrezept, Fallen Fischköder. Fallen Fischköder, ist das neu? Sagt mir gar nichts.